Lieben. Heute soll es mal wieder einen Tag geben und zwar den Get to Know Me Tag. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Da wir in den letzten Wochen und Monaten doch schon einige Leute mehr geworden sind hier auf meinem Kanal, was mich riesig freut. Und ja, danke, dass ihr alle hier seid und meine Videos schaut. Vielen, vielen Dank. Das freut mich riesig. Habe ich mir gedacht, ich beantworte mal ein, zwei persönliche Fragen, da ich in letzter Zeit auch immer mal wieder angeschrieben wurde und mir Fragen gestellt wurden. Und deswegen dachte ich, ich mache mal diesen Tag, das sind so die gröbsten Fragen aus dem Abgeklärt. Ich habe ein paar Fragen gestrichen, die mir zu persönlich waren. Ich habe ein paar Fragen hinzugefügt. Und ja, deswegen gibt es heute von mir den Get to Know Me Tag. Frage Nummer 1. Wie ist dein richtiger Name? Mein richtiger Name ist Susanne. S-U-S-A-N-N. Ohne E bitte. Das ist leider oftmals der Fehler, den die meisten machen. Ich werde immer Susanne genannt. Das ist so mein Schicksal. Aber nein, ich heiße einfach nur Susanne. Ganz einfach, wie man es spricht in Deutsch. Nicht Susan, nicht Susanne oder irgendwas, sondern einfach Susan. Frage Nummer 2. Hast du einen Spitznamen? Ja, mein Spitzname ist Susi. Schon immer gewesen, wird es wohl auch immer bleiben. Kurz und knackig. Frage Nummer 3. Wann hast du Geburtstag? Ich bin ein Weihnachtskind. Ich habe am 26. Dezember Geburtstag. Und ich bin aktuell 31 Jahre alt. Das wurde ich letztens auch gefragt, wie alt ich eigentlich bin. Ich fühle mich nicht wie 31. Ich finde, ich habe mich auch ganz gut gehalten für 31. Und ja, ich bin letztes Jahr 31 geworden. Oh mein Gott, ich bin so alt. Frage Nummer 4. Was ist dein Sternzeichen? Ich bin vom Sternzeichen Herr Steinbock. Und ich finde, das passt echt gut zu mir, denn ich bin kleiner Dickkopf und wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich das auch. Ich bin ein bisschen rechthaberisch und ich bin ein kleiner Klugscheißer. Davon kann mein Freund ein Lied singen. Ja. Aber so ist das nun mal, aber ich finde, mein Sternzeichen passt da echt ganz gut zu mir. Frage Nummer 5. Was bist du von Beruf? Gelernt habe ich zum einen Fotolaborantin und Kauffrau im Einzelhandel. Ich arbeite aber aktuell in der Reklamationsabteilung für einen Handyanbieter und bearbeite dort schriftliche und telefonische Kundenanfragen. Frage Nummer 6. Hast du Piercings und Tattoos? Ja, ich habe noch ein Bauchnabelpiercing aus Teenie-Zeiten und Tattoos habe ich einmal Lilienblüten hinten auf dem Rücken, weil mein Name Susanne auch die Lilie heißt. Und dann habe ich hier noch meinen kleinen Profi auf dem Arm. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. So, ja, das sind die Tattoos, die ich habe. Frage Nummer 7. Welches ist dein Lieblingsfilm? Das ist ganz einfach. Mein Lieblingsfilm ist Stolz und Vorurteil. Ich liebe die Version mit Keira Knightley und Matthew McFadden. Ich liebe aber auch die alte BBC-Version mit Colin Firth und, oh Gott, wie heißt sie denn? Ich vergesse mal ihren Namen. Ich kann es euch nicht sagen. Auf jeden Fall spielt Colin Firth da den Mr. Darcy und der spielt das ganz, ganz toll. Ja. Das ist mein Lieblingsfilm. Kann ich mir immer wieder angucken. Habe ich schon keine Ahnung wie oft geguckt und ja. Ich liebe diesen Film. Frage Nummer 8. Welches ist deine Lieblingsserie? Auch die Frage lässt sich leicht beantworten. Das ist The Walking Dead. Ich liebe diese Serie einfach. Und keine Ahnung, wie oft ich diese Folgen alle schon geguckt habe. Und diese Serie ist für mich immer wieder eine Überraschung. Und was da immer alles passiert. Und ja, was die sich da einfach alles ausdenken. Das ist der Oberhammer. Ich weiß ja, dass diese Serie auf Comics basiert. Und dass die auch recht nah an den Comics gehalten ist. Und das finde ich ganz, ganz cool. Und ja, ich liebe The Walking Dead. Sie ist so gut. Und wenn ihr keine Probleme habt, euch mal ein bisschen was Ekligeres anzugucken und Brutaleres anzugucken, dann schaut The Walking Dead, die Serie ist echt mega gut. Frage Nummer 9. Welches ist dein Lieblingsbuch? Ich würde sagen, so ein richtiges Lieblingsbuch habe ich nicht. Wo ich sage, das ist ein Buch, mein All-Time-Favorite-Buch, das würde ich immer wieder lesen, das habe ich nicht. Also ich habe ganz, ganz viele Lieblingsbücher, zum Beispiel Das Schicksal ist ein mieser Verräter, Dreh dich nicht um, dann Jonah von Laura Newman. Also ich habe da ganz, ganz viele Bücher, die ich immer wieder lesen könnte und mich da auf ein Buch festlegen, das könnte ich nicht. Das geht einfach nicht. Ich habe da ganz, ganz viele Lieblingsbücher, also ja. Frage Nummer 10. Welches ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist zum einen blau und dann noch rot. Ich liebe Blau und Rot. Ich finde, wenn ich was Blaues anhabe, kommen meine Augen gut zur Geltung. Und Rot mag ich einfach, weil es eine warme Farbe ist und ich da mal ein schönes Gefühl habe, was ich mit Rot verbinde. Frage Nummer 11. Welches ist dein Lieblingslied? Bei den Liedern geht es mir wie mit den Büchern. Ich könnte mich hier nie auf eins festlegen. Es gibt einfach viel zu viele tolle Lieder da draußen. Im Moment höre ich immer noch das Ed Sheeran-Album X total gerne. Da gibt es so viele Lieder auf diesem Album, die ich unglaublich gut finde. Ich finde aber auch die Lieder von Adele ganz, ganz toll und ich liebe Skyfall und Hello, ich finde die ganz, ganz toll. Dann finde ich Cut von Blump ganz, ganz toll, dann finde ich My Immortal von Evanescence ganz, ganz toll.
dann finde ich Begging for Thread von Banks ganz, ganz toll. Also es gibt so viele Lieder, die ich immer wieder hören kann und die ich rauf und runter hören kann. Und ja, also ich kann mich da nicht auf eins festlegen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Frage Nummer 12. Welches ist dein Lieblingsessen? Hier würde ich mich für Spaghetti Carbonara entscheiden. Ich liebe Spaghetti Carbonara. Also ich esse im Allgemeinen sehr, sehr gerne Nudeln. Aber Spaghetti Carbonara esse ich sehr, sehr gern. Obwohl ich das nicht immer essen kann. Also ich könnte das jetzt nicht dreimal die Woche essen, dann würde mir schlecht werden, aber ich esse es sehr, sehr gern. Also selbstgemachte Carbonara, ne? Also nicht die fertige aus der Tüte, die ist eklig, aber wenn man so eine richtig schöne Carbonara selber macht, finde ich das ganz, ganz toll und ganz, ganz lecker. Frage Nummer 13. Welches ist dein Lieblingsautor? Auch hier kann ich mich auf einen nicht festlegen. Es gibt insgesamt drei Autoren, die ich ganz, ganz toll finde und die ich absolut vergöttere. Und zwar ist das zum einen Jennifer Armentrout, Laura Newman und Samantha Young. Diese drei, sie sind so gut. Von diesen dreien lese ich alles. Da würde ich jedes Buch lesen und es die rausbringen, egal in welchem Genre das ist, egal was die da schreiben, ich würde es lesen. Ich liebe den Schreibstil, den jeder Autor mit sich bringt. Die sind total unterschiedlich, die Schreibstile, aber diese Frauen haben es einfach raus, Bücher zu schreiben. Und sie sind so toll. Und wenn ihr noch kein Buch von einem von diesen dreien gelesen habt, wird es Zeit. Dann lest ein Buch von diesen dreien. Ich sag's euch. Ihr habt sonst echt was verpasst. Und Frage Nummer 14. Wo kaufst du deine Bücher? Ich kaufe meine Bücher im Prinzip in der Buchhandlung. Kann aber auch mal sein, dass ich sie einfach mal bei Amazon mitbestelle, wenn ich jetzt zum Beispiel Urlaub habe und ich in die Buchhandlung komme. Ansonsten kaufe ich auch sehr, sehr viel gebraucht bei Medimops oder Rebuy, wobei ich lieber bei Medimops kaufe als bei Rebuy. Und ja, da kaufe ich Bücher. Also primär in der Buchhandlung oder dann halt Medimops. Das sind so meine zwei Hauptdinger, wo ich mir Bücher kaufe. Aber im Moment darf ich mir eigentlich gar keine Bücher kaufen, weil ich ja meinen Sub abbauen muss. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da passiert null. Alle Bücher, die ich im Januar gelesen habe, sind auch im Januar bei mir eingezogen. Bis auf ein oder zwei Stück. So wird das nicht mit dem Subabbau. Ich werde es aber weiterhin versuchen. Damit wären wir bei der letzten 15. Frage. Und zwar lautet die, glaubst du an dich selbst? Ja. Sonst wäre ich nicht hier. Wenn ich nicht an mich glauben würde, würde ich keine YouTube-Videos machen, dann würde ich nicht hier sitzen und euch jetzt diesen Tag drehen und generell euch keine Videos drehen. Weil wenn ich von Selbstzweifeln zerfressen wäre, wäre das einfach nicht möglich. Ich habe auch Zweifel an mir selbst in manchen Dingen, die ich tue und mache und sage. Aber so im Großen und Ganzen denke ich, dass das, was ich mache, auch, dass ich das auch richtig mache und also für mich richtig mache, für meine Entscheidungen und ich muss ja damit im Endeffekt leben mit den Konsequenzen draus und ja. Aber so im Großen und Ganzen, bevor ich jetzt hier wieder große Reden schwinge, ja, ich glaube schon ein Stück weit an mich selbst und ich glaube, das muss man auch, gerade wenn man sich hier hinsetzt und Videos macht. So, das war der Get to Know Me Tag. Ich hoffe, ich konnte ein paar eurer Fragen, die vielleicht so im Raum schweben, beantworten. Wenn ihr noch Fragen habt und sie nicht zu persönlich sind, dann schreibt sie mir gerne unten in die Kommentare, dann beantworte ich sie euch. Und ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.